Dora, 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 Ida. Nein, nicht Doppeldora, Alpha Dora. Was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Willkommen zu einem neuen Format. Ich habe mir überlegt, ein neues Format zu starten. Ich war vor kurzem erst wieder mal unter der Dusche und wer mich gut kennt, weiß, meine kreativsten Momente befinden sich immer dann in den Augenblicken, wo ich nackt bin. Keine Ahnung, warum das so ist. Bitte auch nicht weiterhin kommentieren. Aber dementsprechend ist das und unter der Dusche hatte ich die Idee, warum nicht ein neues Format in die Richtung Telefonpranks gemischt mit Mode. Also das lässt sich meiner Meinung nach sehr gut vereinbaren und ich habe mir Folgendes überlegt. Wir werden diverse Sneaker-Stores in Wien anrufen. Ich werde mich da als verwirrter Vater ausgeben, der von der Materie Hypebeast, Stuff, Yeezy und so weiter absolut keine Ahnung hat. Dementsprechend verwirrend wird dann auch das Gespräch ablaufen und werde dort versuchen, einen Schuh zu bekommen. Allerdings nicht irgendein Schuh, sondern die meisten von euch Hypebeasts werden es vermutlich schon wissen, dieses Monat soll angeblich noch der neue Yeezy Sesam herauskommen. Für alle, die noch nicht gesehen haben, sieht folgendermaßen aus. Der kommt erst, das weiß der Vater natürlich nicht. Ich werde mich als dieser Vater ausgeben, wir werden diverse Sneaker-Stores anrufen und natürlich habe ich auch von der Aussprache keine Ahnung. Ich kenne mich ja nicht aus. Und so wird das Ganze ablaufen. Wir wollen gar nicht mehr länger quatschen. Ich möchte noch Plagen auf die dritte Kollektion, liebe Freunde, bald geht's los, alles in der Vorbereitung, wer von euch wird sich was von der dritten Kollektion holen, wer ist schon gespannt, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Wie gesagt, wir starten gleich und rufen den ersten Sneaker-Store an. Ich kann natürlich nicht sagen, welcher Sneaker-Store, aber es sind natürlich die bekanntesten. Zweitausend Jahre später. Ah, guten Tag, sprich ich da mit diesem Ja. Ah, ihr seid das Schuhgeschäft, ne? Bitte? Ihr seid das Schuhgeschäft. Ihr verkauft die Schuhe, die, ja. Die Turnschuhe. Ja. Ja, Scheiblinger Thomas, mein Name. Ich rufe mehr oder weniger im Auftrag von meinem Sohnemann an. Warte, ganz kurz noch, ganz kurz noch. 3000 Jahre später. Ja, okay. Grüß Gott, das ist ja relativ laut bei Ihnen. Puh. Ja, ziemlich laut, tut mir leid. Ja, hören Sie mich trotzdem? Ich höre Sie, ja. Gut. Scheiblinger Thomas, mein Name. Sie sind ja dieses Turnschuhgeschäft, gell? Ja, ja. Ich rufe im Auftrag von meinem Sohnemann an, der hat bald Geburtstag und der wünscht sich da irgendwas ganz Besonderes, was es irgendwie nur bei euch gibt. Okay, und was gibt's denn? Ich bin mir nicht ganz sicher, weil das ein Turnschuhgeschäft ist, aber das heißt, glaube ich, Sesam Cheesy. Nochmal. Sesam Cheesy. Cheesy Sesam, sagt er. Cheesy. Sesam. Cheesy haben wir nicht da. Nee, wir haben gar keine Cheesy. Gut, also die haben den Cheesy Sesam nicht. Zumindest weiß ich jetzt schon mal, dass das nichts zum Essen ist. Aber leider bin ich auch altersdement und dementsprechend vergesse ich sehr, sehr schnell. Darum probieren wir es gleich einmal beim nächsten Sneaker Store und schauen wir, was die dazu sagen. Einen wunderschönen guten Abend, Scheiblinger Thomas, mein Name. Bin ich hier richtig bei diesem Schuhgeschäft? Ihr verkauft die Turnschuhe, ne? Ja, genau. Okay, ich rufe hier im Auftrag meines Sohnemannes an, der hat mich beauftragt, der hat in Kürze Geburtstag und der wünscht sich sowas ganz Besonderes, ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt richtig sage, aber diesen Cheesy Sesam, können Sie mich mal aufklären, ist das was zu essen oder was ist das genau? Nee, das ist ein Schuh, der von einem amerikanischen Musiker designt wurde. Okay. Der kommt jetzt raus, ja, aber wir haben leider noch kein genaues Datum, wann der rauskommen soll, beziehungsweise ob die überhaupt hier in den Laden kommen. Weil manche von diesen Modellen, wenn Yeezys bekommt, nur Adidas, also kann auch schon mal gehen. Und wie komme ich da an, kann ich da Adidas anrufen und mir dort, oder wie sieht das aus? Adidas, der Laden hier, wer mit sich hat, selber bekommt die gar nicht. Ah. Wenn, dann bekommt die nur der Online-Shop von Adidas. Okay, das heißt auch hier habe ich leider kein Glück. Letzte Chance, wir probieren es beim Hersteller direkt. Mal schauen, was da rauskommt. Ja, grüß Gott, Scheiblinger Thomas, mein Name. Ich rufe im Auftrag von meinem Sohnemann an, der hat in Kürze Geburtstag und der wünscht sich irgendwas ganz Besonderes von Ihnen.
Bin da relativ verwirrt, aber vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Ich kenne ja diese Marke noch, dass sie Sportsachen herstellen, Naturenschuhe und so weiter und so fort. Aber irgendwie dürften Sie jetzt auch, weiß nicht, was das sein soll, was zum Essen vielleicht, oder Cheesy Sesam, sagt er mir, haben Sie jetzt. Das möchte der haben. Was bitte? Cheesy Sesam. Nee, keine Chance. Cheesy Sesam, also ist schon aufgegessen. Ist schon aufgegessen. Das ist sofort. Ja. Die Schuhe, die haben wir zum besonderen Tagen. Schuhe, das sind Schuhe. Also was ist das denn? Das sind Schuhe oder wie? Cheesy Sesam. Ja, das sind Schuhe. Ja, das Schuhe. Sind Schuhe? Aha. Ja, die kosten 219,95 €. Für Schuhe? 219 €? Richtig. Was können also, die? Die sind leider nicht mehr vorrätig. Die haben wir vor 3 Wochen, am 21. glaube ich, da im Release gehabt. Und die sind alle ausverkauft. Die kommen irgendwann wieder, ich hoffe doch vor Weihnachten. Das ist die Möglichkeit, nur an diesem Tag die Schuhe zu bestellen. Die sind ruckzuck weg. Dann können Sie auf der Webseite adidas.at Position Männer und Release wieder anklicken, dann sehen Sie die Produkte, die demnächst rauskommen. Oh, junger Mann, Sie müssen ein bisschen langsamer mit mir sprechen. Ich bin schon etwas älter, ich verstehe nur Bahnhof. Was ist dieser Release-Termin? Sitzen Sie jetzt vom Computer? Bitte. Ich sitze vor meinem Computer, ja? Dann gehen Sie bitte auf adidas.at. Mhm, warten Sie kurz. Die offizielle Webseite. Wo ist das I? Da. Warten Sie, ich brauche kurz meine Brille, ja? Haben Sie schon die Webseite aufgerufen? Ja, mir fehlt noch das S. AT, sagen Sie, ja? AT. AT, das. Na, findet nichts. Findet nichts. AT. Adidas. Können Sie mir nochmal das buchstabieren? Adidas? Ja. Buchstabieren? Bitte. Dora Ida, nicht so schnell, ja. Dora Anton Stefan. Einmal Dora, Anton Dora Ida. Dora Anton Stefan. Ich habe nur einmal Dora gesagt, nicht zweimal. Adida. Können Sie nochmal? Anton? Dora Ida? Nein, nicht Doppeldora, Einfach Dora. Dora Anton. Adidas. Adidas, ja. Und den Cheesy, muss ich da jetzt den Cheesy auch eingeben? Nein, brauchen Sie nicht angeben. Ah, jetzt habe ich's. Ja, die offizielle Webseite. Ja? Männer, Frauen, Kinder. Muss ich zu Kinder, oder? Weil ist er noch ein Kind? Nee, Männer. Männer? Männer. Aber ein Mann ist das. Okay, na gut. Ja, dann geht Ihnen neues Feld auf im Fokus. Ja, sehen Sie. Nicht draufdrücken, sondern mit dem Kursor nur drauf fahren. Mit dem. Was ist der Kursor? Das ist diese Hand, was da Ihnen zeigt, diese Pfeil. Und zweiter Stelle ist Release. Ah, und was ist dieser Release? Ich habe drauf geklickt, das dauert ein bisschen. Ja, Calabasas Trackpant. Das sind die Calabas-Hose. Das sind die Hose aus der gleichen Serie wie die Hose. Ich brauche Yeezy brauche ich, kein Calabasa. Ist das gleiche? Ja, ich weiß. Ja, nein, das ist nicht das gleiche, sondern auf dieser Seite finden Sie die Informationen, sobald die Yeezys rauskommen. Ah. So finden Sie die Informationen. Junger Mann, ich brauche diese Schuhe, diese Turnschuhe, nicht diese Hose. Junger Mann, wenn ich Ihnen sage, dass die Schuhe schon ausverkauft sind, dann können Sie mir nicht sagen, dass ich die brauche. Ich kann Ihnen die nicht besorgen. Aha. Sie können sie nur an bestimmten Tagen erwerben, online. Freitag, oder? Deswegen fahren Sie mit dem Fall nach unten jetzt. Unten, ja. Country. Die Schuhe, die jetzt rauskommen, ja. Aha. Aber. Country Commander, Ringstar. Ja. Das sind die sogenannten Release-Termine. Das sind die nächste
Schuhe, welche Produkte hier rauskommen. Aber da sind jetzt diese Cheesy nicht dabei? Nein, die sind nicht dabei. Die haben wir vor einem Monat gehabt. Und die brauche ich. Ich weiß. Die brauche ich, die Cheesy. Die kommen etwa vielleicht vor Weihnachten oder im neuen Jahr. Früher nicht. Der hat aber nächste Woche Geburtstag. Ja, dann sagen Sie ihm von mir aus herzlichen Glückwunsch. Ja. Aber die Schuhe kann ich ihm nicht schicken. Die sind ausverkauft komplett. Dann kriegt er aber in der Schule Probleme, wenn der es nicht so dringend haben muss, sagt er mir. Er kriegt keine Probleme, das ist nur, dass er da wie alle anderen die Schuhe haben möchte. Ja. Aha. Sie wissen, wie mit den jungen Leuten heutzutage ist. Warum braucht er die so dringend? Was können die mehr als andere Schuhe? Warum sind die besser oder was können die? Weil alle anderen Kinder das tragen und er möchte nicht anderes aussehen wie die anderen. Ah, das ist ein Kinderschuh. Das ist Kinder-, Männer-, Frauenschuh, spielt keine Rolle. Das ist Unisex-Schuh, das kann jeder tragen. Auch sie. Ah, Unisex ist noch nicht, der ist noch nicht so alt. Mit Sex haben... Unisex, das heißt, für alle Geschlechter. Ah, für all, auch für Transvestiten kann man kaufen. Auch, ja. Na, aber, ja, super, okay. Super. Okay, na gut, also die Cheesy, die kann ich jetzt hier nicht kaufen. Nein, bei Adidas nicht. Wenn Sie das woanders sehen, dann verleihen Sie bitte sehr vorsichtig. Ah, wo kann ich den noch kaufen leicht? Überall im Internet, aber ich habe nicht gesagt, dass Sie die Schuhe bekommen, die Sie bestellen, ja. Können Sie nochmal buchstabieren, diese Cheesy Sesam? Da, Amazon. 30, die haben die auf Amazon, kosten die nur 30 Euro. Ich weiß nicht, die Schuhe kosten original 290,95 €. Wenn Sie da andere Preise sehen, dann seien Sie bitte sehr, sehr vorsichtig. Da kann sein, dass ihr Ihre Geld loset und bekommen keine Schuhe. Ah, das ist Mafia, ja. Oder wie? Ich weiß nicht, welche Seite die Sie jetzt ansehen. Amazon. Ich sage Ihnen, bitte vorsichtig sein. Aber Amazon geht eigentlich immer und die verkaufen die billiger. Haben die einen besseren Deal mit euch? Ich habe keine Erfahrungen mit Amazon gemacht. Ich möchte Sie nicht falsch beraten. Bitte haben Sie Verständnis. Na gut, ja. Dann probiere ich es einmal bei Amazon, ja? Probieren Sie mal, ja. Gut, danke vielmals für die Hilfe. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ebenfalls, Mahlzeit. Tschüss. Also über Amazon kann ich mir die Yeezys holen, vielleicht wäre das Intelligenteste. Ich werde den jetzt einfach mal für meinen Sohnemann bestellen. Und ihr, liebe Freunde, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Wenn euch dieses Format gefällt, dann werden wir das einfach bei den nächsten Releases wiederholen. Und mal schauen, was es noch so Neues am Markt gibt und wo der Vater das herbekommen kann für seinen Sohnemann. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, lasst auf jeden Fall ein Like da, liebe Freunde. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Ich hoffe, euch gefällt dieses Format. Ich hätte auf jeden Fall Freude, das mal wieder zu wiederholen. Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Maximilian. Was ist der Kursor?